Der neue Lichtkanal ist für Audi sehr wichtig. Wir haben 120 Meter Länge. Vorher hatten wir so eine Arbeitslänge von 40 bis 50. Wir haben bisher das Ablendlicht optimiert, so dieses Zeitalter der Ablendlichtoptimierung. Wir haben es geschwenkt, wir haben es variiert, wir haben viel gemacht. Jetzt ist das Zeitalter der Fernlichtoptimierung angebrochen. Matrixbeam, wir variieren Fernlicht, es wird noch viel kommen. Wir haben Laser in der Entwicklung mit großer Reichweite. Deshalb brauchen wir eine große Länge. Und es ist auch wichtig, dass wir im Lichtkanal fahren können. Wir haben den befahrbar ausgelegt, sodass wir auch Dinge aus großen Entfernungen herankommen lassen können oder entfernen lassen können. Das sind Sachen, auf die wir einfach Wert legen. Der Boden des Lichtkanals ist natürlich wichtig. Er darf nicht reflektieren, sonst würden wir uns falsche Ergebnisse haben. Wir würden es verfälschen. Es muss aushalten, dass ein Auto drauf fährt, ohne dass man sofort Spuren sieht. Es muss reinigbar sein. Aber vor allem ist der Reflektionsgrad wichtig. Das muss die Reflektion des normalen durchschnittlichen Asphalts wiedergeben. Und das tut's. Audi treibt die Entwicklung der Lichttechnik sehr konsequent voran. Wir haben eine Lichtstrategie ausgerollt zu 2005, 2006. Die hat die komplette Industrie verändert. Und wir rollen jetzt wieder die nächste Lichtstrategie aus. Seien Sie gespannt. Audi hat in den letzten 10 Jahren die Lichttechnik massiv beeinflusst. Wir haben eine Lichtstrategie ausgerollt, die ganze Industrie verändert hat. Wir haben eine neue Lichtstrategie, die wird sicher wieder viel verändern. Seien Sie gespannt. Die Vernetzung der Fahrzeuge, also das sogenannte Car2X, also Car2-Infrastruktur, Car2Car, das wird natürlich noch auf Licht sich auswirken. Wir haben schon in der Vorentwicklung Dinge, dass Fahrzeuge miteinander kommunizieren, sich das Licht sozusagen teilen, um Energie zu sparen, um bessere Sicherheit zu bekommen. Wir können auch in Zukunft Dinge machen für Elektrofahrzeuge zum Beispiel. Licht nur gezielt da einsetzen, wo es wirklich sinnvoll ist. An der Ampel müssen Sie nicht ein Licht haben wie auf einer schnellen Landstraßenfahrt. Das haben Sie aber heute allein schon, weil es gesetzlich gefordert ist. Da gibt es viele Möglichkeiten für uns. Es ist natürlich kompliziert umzusetzen, aber wir haben eine große Rechenleistung im Fahrzeug und vor allen Dingen haben wir bei uns eine sehr schnelle Anbindung an den Scheinwerfer. Wir haben also einen CAN-Bus am Scheinwerfer. Andere haben nur LIN oder nur einzelne Direktverdrahtung. Also wir haben sehr gute Infrastruktur, um schnell mit großen Datenmengen auch benutzen zu können, den Scheinwerfer. In der Zusammenarbeit zwischen Technik und Design gibt es mehrere Modelle. Es gibt so ein klassisches Modell, der Designer stellt sich was vor und wirft das dann irgendwann mal über den Zaun und der Ingenieur guckt, was er damit anfangen kann und dann bleibt dann nicht mehr viel übrig. So arbeiten wir natürlich nicht. Wir sind fast täglich zusammen. Natürlich kommen die Designer mit schwierigen Fragestellungen, teilweise unmöglichen Fragestellungen, aber bei uns herrscht ganz klar die Devise, wir sagen nie, das geht nicht. Wir sagen, das geht so nicht, aber hier gibt es Alternativen und ich schlage das vor und dann kommt man schon weiter. Aber das heißt, wir müssen wirklich täglich miteinander reden, sonst geht's nicht. Gutes Licht reicht natürlich nicht. Das gute Licht ist eine Voraussetzung. Das muss natürlich verfügbar sein. Wir müssen einen hohen Sicherheitsstandard haben. Wir wollen den haben zur Sicherheit unserer Kunden, auch zur Sicherheit des um uns herumliegenden Verkehrs. Wir wollen kein Blenden. Wir wollen da sozialverträgliche, gute Beleuchtung haben. Das ist klar. Aber wir müssen immer was für das Herz und den Verstand haben. Für das Herz brauchen wir natürlich Dinge, die besonders schön sind, die ansprechend sind, mit denen man sich wirklich gerne umgibt, die das Auto schmücken, die eine Aussage haben. Und für den Verstand brauchen sie natürlich die Funktionen, die Sicherheit. Und gerade so bei schlechtem Wetter, da zeigt sich eigentlich, ob sie ein gutes Licht haben. Je schlechter das Wetter, je schlechter die Umgebungsbedingungen, desto größer die Anforderungen. Und das ist das, wohin wir entwickeln. Das ist unsere Welt. Da sind wir gut.
der Lichtkanal hilft uns natürlich, die Bedingungen reproduzierbar zu haben und wirklich vergleichend zu messen, was ist in welchen Situationen besser als in anderen. Wir simulieren viel, also diese ganzen Schlechtwettersachen, die haben wir natürlich im Computer, mit denen arbeiten wir dort. Und wir können hier auch natürlich im Lichtkanal Dinge nachstellen. Was wir nicht machen wollten von Anfang an, ist Nebel, Schnee und Regen indoor. Das, glaube ich, bringt uns auch nicht weiter. Der Matrix-LED-Scheinwerfer ist ein technischer Durchbruch. Das wird die Industrie abermals verändern. Wir haben hier die Möglichkeit, ohne jede Mechanik ein voll variables Fernlicht zu machen, ein blendfreies Fernlicht. Der Sprung, den können Sie vergleichen mit dem Sprung von der Schreibmaschine zum Drucker. Plötzlich sind völlig neue Möglichkeiten da. Das ist Matrix-LED. Software hat Mechanik ersetzt. Das ist was, was wir auch in anderen Dingen planen und was wir umsetzen werden. Die Eingangsgrößen des Matrix-Systems sind natürlich die Kamera. Die Kamera ist in der Mitte der Frontscheibe unter dem Innenspiegel angeordnet und schaut sich die Objekte im Straßenraum ein. Dann haben wir eine Bildverarbeitung, die wir selber entwickelt haben und die in der Lage ist, vorausfahrende Fahrzeuge, entgegenkommende Fahrzeuge zu erkennen, aber natürlich auch Motorradfahrer, Radfahrer, sofern sie beleuchtet sind, die kriegen wir alle erkannt und blenden die gezielt aus. Wir werden in Zukunft Verkehrszeichen etwas, also retroreflektierende, stark reflektierende Verkehrszeichen etwas abdimmen, dass es angenehmer ist. Und wir haben noch mehr Eingangsgrößen. Selbstverständlich benutzen wir den Lenkwinkel, wir nutzen Navigationsinformationen und andere Straßeninformationen. Wir haben damit die Möglichkeit, prädiktiv zu beleuchten. Das heißt, wir schwenken virtuell mit dem Licht in die Kurve, bevor der Fahrer noch einlenkt, weil wir die Kurve ja schon kennen. Wir öffnen den Lichtkegel vor Kreuzungen, weil wir ja auch die Kreuzung kennen und Kreisel und was auch immer ausgeleuchtet werden muss. Beim Abbiegen, bei Serpentinen leuchten wir schon voraus rein. Das ist wirklich eine völlig andere Art des Fahrens, wenn Sie sich mit dem Matrix-System nachts bewegen oder mit einem ganz normalen, sagen wir mal, doofen Abblendlicht. Das System besteht natürlich aus mehreren Komponenten, aber wir haben im Prinzip im Vergleich zum normalen Fernlicht haben wir einen intelligenteren Treiber, ein intelligenteres Treibermodul. Der Rest sind wirklich Softwaremodule, die in verschiedenen Steuergeräten gerechnet werden. Ich gehe davon aus, dass das zukünftige Serienlichtsystem sein wird. Für den Fahrer ist es sehr einfach zu bedienen. Er stellt seinen Lichtschalter auf Automatik und muss einmal den Fernlichthebel betätigen, um das ganze System einzuschalten. Dann bekommt er eine Rückmeldung, eine Fernlichtlampe mit einem A in Weiß. Und das war eigentlich alles. Für den Rest der Nachtfahrt ist es abgedeckt. Die Bedienung des Lichtsystems ist damit erledigt. Sie erkennen das als entgegenkommender, indem sich hier in diesem Bereich die Lichtsegmente verändern. Es werden immer welche aufgeblendet, abgeblendet, runtergedimmt. Wir haben 25 Segmente pro Scheinwerfer, die individuell geregelt werden. Und rechnerisch ergeben sich da fast 1 Milliarde Lichtverteilungen. Da ist für jeden was dabei. Das war eins unserer Entwicklungsziele, dass der Fahrer eine sehr ruhige Lichtverteilung vor sich hat, ohne Hektik. Der Abblendlichtbereich, der Lichtteppich direkt vor dem Fahrzeug, wird überhaupt nicht verändert. Der bleibt gleichmäßig, der bleibt homogen vor dem Fahrzeug. Und der Fernbereich, wo sich also Entgegenkommende aufhalten oder Vorausfahrende, der wird komplett ausgeleuchtet, mit Ausnahme eines kleinen Streifens, wo jeweils der Entgegenkommende sich befindet. Wir können maximal 8 Sehziele parallel gleichzeitig verfolgen und ausblenden. Das zeichnet unser System auch aus. Jedes andere System, was bis jetzt käuflich ist, kann ein einziges Sehziel ausblenden. Das ist eben, Software hat Mechanik ersetzt und bietet ganz andere Möglichkeiten. Der Fahrer hat eigentlich nur Vorteile. Der Lichtkegel ist völlig homogen, was sich alles vom Fahrzeug befindet, bewegt sich nicht, verändert sich nicht. Der Fernbereich wird moduliert. Da, wo die Entgegenkommenden sind, die Vorausfahrenden sind, da wird die Lichtverteilung beeinflusst. Sie haben immer volles Fernlicht und nur jeweils der Streifen wird abgeblendet, in dem sich ein Sehziel, ein Entgegenkommender, ein Vorausfahrender befindet. Natürlich auch ein Radfahrer, ein Motorradfahrer, die erkennen wir, die blenden wir aus. Der Rest ist komplett ausgeblendet. Es werden also nur kleine Bereiche
jeweils moduliert. Der Fahrer merkt davon wenig. Für den Entgegenkommenden ist es ein Abblendlicht. Wir können maximal 8 Ziele verfolgen, gleichzeitig abblenden. Das zeichnet unser System auch aus. Alle mechanischen oder halbmechanischen Systeme können nur ein Ziel ausblenden. Das ist der Erfolg von unserer Technologie, Software ersetzt Mechanik. Wir haben jetzt sehr viele Möglichkeiten, gerade auch, weil wir den Scheinwerfer vernetzt haben am CAN-Bus. Wir können da sehr viel machen und da gibt es noch jede Menge Möglichkeiten. Also dynamisches Licht, wir haben ein dynamisches Fernlicht, dynamisches Abblendlicht, damit fing es hier an. Jetzt haben wir ein dynamisches Blinklicht und dann seien Sie versichert, dass es nicht die letzte dynamische Funktion sein wird, die Sie hier bei einem Audi finden werden. Also einmal hoffen wir, dass unsere Fahrer sehr stolz auf ihren Blinker sind und den dann auch mehr betätigen. Zum anderen ist natürlich eine schwierige Entscheidung. Natürlich könnten wir den Blinker automatisieren über die Navigation. Wenn der Fahrer sich dann aber trotzdem anders entscheidet, das wissen wir nicht, dann haben wir unter Umständen eine Falschinformation im Verkehr. Also es ist ein schwieriges Terrain. Wir arbeiten natürlich dran. Es wird erledigt sein, wenn wir pilotiert fahren. Dann wissen wir natürlich, das Auto weiß ja selbst, wo es hinfährt. Dann wird das komplett immer vorschriftsmäßig und regelgerecht passieren. Aber solange ein Mensch am Steuer sitzt, dann muss er auch den Blinker selber betätigen. Zukünftige dynamische Blinker, die selbsttätig, autonom die Fahrtrichtung anzeigen, sind natürlich denkbar. Beim pilotierten Fahren ist es gar kein Problem. Das Fahrzeug weiß, wo es jetzt dann in den nächsten Richtungswechsel vornimmt. Das kann abgedeckt sein. Wenn ein Mensch am Steuer sitzt, ist es natürlich schwieriger. Bei uns läuft gerade eine wissenschaftliche Arbeit zu diesem Thema, dass wir mit den Daten, die wir haben, prädiktiv sehen, was die nächsten Schritte sind, die zwangsläufig sind, dann können wir in diesen Situationen uns auch vorstellen, das zu automatisieren. Im Moment noch nicht legal, aber viele von den Dingen, die wir entwickeln, sind erstmal verboten und wir müssen natürlich die Regelungsänderungen oder die Beweisen nachweisen, dass wir die Verkehrssicherheit erhöhen und dann wird auch eine Regelungsänderung dann die Folge sein. Wir haben in Europa ein ganz gutes System. Natürlich sind wir sehr viel schneller als das Regelungswesen. Da müssen wir ab und zu Gas geben oder uns selbst ein bisschen disziplinieren, dass wir nicht alles machen können. In den USA ist es sehr viel schwieriger. Das System dort ist ja aus den 60ern und nie wirklich modernisiert worden. Da ist es sehr viel schwieriger, ja. Der Swarm ist ein Ausblick in die Zukunft. Der kommuniziert, hat eine Dynamik, Interaktion und ist dreidimensional. Das sind alles Dinge, die wir uns vorstellen, die wir uns wünschen. Erste Funktionen wie den wischenden Blinker, den Sie gerade sehen, haben wir schon realisiert. Andere Dinge, die Fahrgeschwindigkeit in Form der Geschwindigkeit dieses Schwarms zu interpretieren, sind vielleicht noch nicht so weit, aber das sind schöne Denkmodelle. Wir zeigen hier auch Richtungen an, wie Sie sehen. Die Rückwärtsfahrbewegung rechts oder links wird angezeigt. Und solche Sachen, jetzt ist das Schwarm ausgegangen, das Auto hat angehalten. Aber solche Dinge können wir uns für die Zukunft sehr gut vorstellen. Eine erste Realisierung sehen Sie schon, der dynamische Blinker. Weitere Realisierungen, wieso denn nicht? Der Swarm ist natürlich schon visionär, keine Frage. Wir haben aber erste Funktionen schon realisiert. Sie sehen den wischenden Blinker hier. Den gibt es in Realität schon, natürlich in einer ruhigeren Ausführungsform. Andere Dinge, die hier zur Kommunikation dienen, die Geschwindigkeit des Schwarms mit der Geschwindigkeit des Fahrzeugs übereinzustimmen, dann die Richtungsänderungen dort anzuzeigen und solche Sachen. Wir sind davon überzeugt, dass die Heckbeleuchtung mehr und mehr ein Kommunikationsinstrument wird. Natürlich ist es schon eins, abbiegen, bremsen etc. Aber da kommt noch mehr. Wir arbeiten dran. Wir werden schöne Vorschläge in der Zukunft haben. Der Swarm ist dreidimensional, kommunikativ und dynamisch. Das Dynamische finden Sie schon bei uns in den Heckleuchten, in den dynamischen Blinker. Die Heckleuchte ist natürlich ein Element zur Kommunikation. Das wird es noch viel mehr werden. Warum denn kein Display in der Zukunft?